Diese Firma in Linz bietet Infrarotkabinen, Saunen, Schwimmbäder und dazugehörige Überdachungen. Vor allem in den Sommermonaten herrscht hier Hochbetrieb. Denn nur wenn das Wetter passt, können die Monteure arbeiten. Eine 50-Stunden-Woche reicht da oft nicht aus. Mitte April, Mai, Juni, so, das sind die Hauptmonate, wo wir wirklich extrem viel Arbeit haben. Weil da ist einfach so, dass da werden bestehende Schwimmbad aktiviert und eben Auftragslage noch dazu gemacht, neue Schwimmbäder. Und da ist extrem viel Arbeit. Die 12 Stunden am Tag sind schon super. Nur wenn wir von Montag bis Donnerstag 12 Stunden arbeiten, dann können wir am Freitag die Leute zu Hause lassen, obwohl vielleicht am Freitag ein schöner Tag wäre zum Montieren. Montag regnet es, da muss ich dann die Leute wahrscheinlich sowieso zu Hause lassen. Speziell auch im Winter können wir nicht montieren, weil einfach da ein Schwimmbad, das Schwimmbad überdachen, eine Montage nicht möglich ist. Die tägliche Höchstarbeitszeit kann seit Jänner 2016 auf bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden, wenn in die Gesamtarbeitszeit Reisezeiten fallen. Monteure stehen in der Hauptsaison trotz dieser Regelung unter besonderem Zeitdruck. Unsere Qualität wird nicht nur in Oberösterreich, sondern auch österreichweit gewünscht. Unsere Monteure fahren, wenn das Wetter passt, nach Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und dort montieren wir unsere Produkte. Mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell können die Arbeitnehmer in auftragsstarken Zeiten mehr arbeiten und sich so für auftragsschwache Zeiten ein Guthaben ansammeln, so die WKO. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Arbeitszeiten flexibilisieren, dass wir letztendlich auf Bundesebene auch das erreichen im Sozialpartnergespräch, was erforderlich ist. Mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell können die Arbeitnehmer in auftragsstarken Zeiten mehr arbeiten und sich so für auftragsschwache Zeiten ein Guthaben ansammeln, so die Wirtschaftskammer. Zusätzlich würde die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe erhöht. Wir werden alles unternehmen, um den Leistungswillen der Menschen auch entsprechend zu fördern und zu unterstützen und nicht durch bürokratische Hemmnisse den Leistungswillen der Menschen abzubrechen. Das ist der falsche Weg.